Herzlich willkommen heute zum Thema Arbeitstempo. Wir Menschen gehen ganz unterschiedlich an die Dinge ran und meine Aufgabe wird es heute sein, dich da ein bisschen hineinzuführen, wie unterschiedlich wir sind und vielleicht auch herauszufinden, wie du bist. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts zur Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung, sondern auch zertifizierter Potenzialberater von der Methode Birkmann. Das ist einer der weltweit besten Tests und hier in der Komponente Nummer 6 geht es darum, wie du an Arbeiten herangehst und wann du anfängst, deine Aufgaben vor dir herzuschieben. Im Grunde ist es so, dass es zwei Extreme gibt. Es gibt auf der einen Seite die Menschen, die kriegen eine Aufgabe. Nun, und dann setzen sie sich erstmal hin und fangen an, darüber nachzudenken. Auf der anderen Seite gibt es dann Typen, die kriegen eine Aufgabe oder definieren besser gesagt eine Aufgabe und fangen sofort an mit der Umsetzung, fangen also sofort mit der Erledigung an. Bei mir beispielsweise ist meine Auswertung hier, wenn ich zum Schluss komme, etwas zu machen, dann habe ich ein sehr, sehr hohes Maß an physischer Energie und bin motiviert, diese Aufgabe umzusetzen. Allerdings ist es so, dass du nicht nur deine Stärken, also hier oben dein Normalverhalten herausfindest mit dem Birkmann-Test, sondern viel wichtiger ist noch, was psychologisch vom Kontext her erfüllt sein muss, damit deine Bedürfnisse erfüllt sind. Denn deine Stärken, die stehen immer auf dem Fundament wie ein Haus der Bedürfnisse. Und da ist ganz interessant herauszufinden, welches Bedürfnis du hast, damit du deine Stärken einsetzen kannst. Schauen wir jetzt mal die beiden Bedürfnisse an. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die brauchen ein hohes Maß an persönlicher Kontrolle über ihren Terminplan. Das bedeutet also, mein Fall ist es so, dass ich ganz gerne einen vollen Terminkalender habe, aber den ich selbst voll gemacht habe. Ich habe viele Aufgaben zu tun und viel zu erledigen, das habe ich gerne, aber nur solange ich das gemacht habe. Wenn mein Chef oder früher im Elternhaus meiner Mutter mir den Arbeitsplan voll gemacht hat oder ich im Verein von irgendjemand was rübergeholfen bekomme, dann ist mein Bedürfnis auf dieser Ebene nicht erfüllt, weil andere mir meinen Arbeitsplan, weil andere mir meinen Terminkalender voll machen. Und das Ergebnis, und das ist ganz interessant, wenn man dann hier unten in den Stress kommt, ist die sogenannte Prokrastination, also Aufschieberitis. Man schiebt Dinge auf. Das bedeutet also auf der einen Seite, dass so ein Typ jetzt in dem Fall, die so ähnlich sind wie ich, ist zwar ein hohes Maß Energie vorhanden, aber nur für Aufgaben, die man selbst herausgesucht und selbst organisiert und kontrolliert hat. Und wenn dieses Bedürfnis zum Beispiel am Arbeitsplatz durch den Chef, durch Arbeitsumgebung nicht erfüllt wird, weil andere da eine Kontrolle haben, dann kann es sein, dass man nichts mehr zu Ende bekommt. Nun, und bei mir war es tatsächlich auch so, an allen angestellten Tätigkeiten, wo ich war, wenn ich zu eng kontrolliert wurde und andere mir meinen Terminplan vollgemacht haben, nun, dann kam ich in Stress und hatte null Lust, meine physische Energie ist erloschen. Auf der anderen Seite gibt es das Bedürfnis, einen vollen Terminkalender zu haben. Ich hatte also eine Mitarbeiterin, die kam zur Arbeit, hatte auf ihren Schreibtisch geguckt, in den Kalender geguckt und keine Aufgaben. Nun, da kam sie in Stress und dann hat sie in ihrem Stress versucht, alles an Aufgaben heranzuziehen, überall hier zu sagen, mache ich, tue ich und so weiter. Das heißt also, sie hat viel mehr Aufgaben herangenommen und dann schließlich auch versäumt, in dem Stressverhalten zu delegieren. Und dann gibt es natürlich auch die Mitte, dass jemand sagt, okay, ich brauche beides, ich brauche eine ausgewogene Balance, ein Ausgleich zwischen Aufgaben, die andere mir übertragen, also 50%, 40%. Und dann brauche ich aber auch immer so eine Grundmenge an Aufgaben, die ich mir dann selbst aussuchen kann, wo ich selbst Kontrolle habe. Deine Aufgabe ist also herauszufinden, gerade hier im mittleren Bereich des Bedürfnisses, hier herauszufinden, was du brauchst. Bist du jemand, der von anderen immer viel Zuarbeit braucht, immer genug zu tun hat? Oder bist du das Gegenteil, zu sagen, okay, ich habe vielleicht ein hohes Maß an physischer Energie und ich erledige auch aber nur die Aufgaben, die ich dann auch selbst bei mir in meinen Tagesplan, meinen Wochenplan, Lebensplan hineingezogen habe? Oder brauchst du den Ausgleich? Zusammengefasst also ist es so, dass die wichtigste Kenntnis über deine Persönlichkeit im Bereich des Arbeitstempos ist, was du brauchst. Hier oben deine Fähigkeiten. Nun, das ist immer davon abhängig, wo du eingesetzt bist. Wenn du beispielsweise ein Kraftwerk, ein Hochhaus baust oder andere große Vorhaben hast, ein Unternehmen gründest, dann kann es vielleicht am Anfang hilfreich sein, hier zu denen zu gehören, die erstmal lieben nachzudenken und nicht
zu sagen, ich schieße erstmal und dann ziele ich. Also das ist natürlich immer arbeitsplatzabhängig, welche Normalverhalten, welche Fähigkeiten du entwickelst. Klar bist du am flexibelsten, wenn du irgendwo in der Mitte bist. Das heißt, auf der einen Seite denkst du drüber nach, bevor du es machst. Auf der anderen Seite hast du aber auch eine Energie, um schnell, relativ schnell die Dinge anzupacken und auch zu erledigen. Das ist deine Aufgabe, A, zu gucken, ob du den richtigen Arbeitsplatz für dich findest, für deine momentane Stärken. Oder wenn du sagst, du möchtest dich selbstständig zu machen, nun, dann kann es hilfreich sein, dass du relativ schnell auch anfängst, die Dinge zu erledigen, Kunden zu gewinnen, Angebote zu schreiben, deine Website fertig zu machen. Also all das, was auf dich zukommt als Unternehmer und Gründer. Und wenn du zu denen gehörst, die unten Prokrastination haben, nun, die gute Nachricht heute ist, das alles, das sind Symptome. Sprich also, das sind Kennzeichen, Indikatoren, KPIs, könnte man fast schon sagen, dafür, dass deine Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Das ist die gute Nachricht. Du bist kein schlechter oder fauler Mensch, sondern die Bedürfnisse in dem Kontext, in dem du arbeitest, sind nicht erfüllt. Das bedeutet also hier auch den Mut zu haben, sich zu outen, zu verbalisieren, was du brauchst, das einzufordern. Im schlimmsten Fall den Arbeitsplatz oder die Abteilung zu wechseln. Oder wenn du überhaupt den Rahmen nicht findest, so wie es bei mir letztendlich der Fall ist, denn ich brauche maximale Freiheit für meine Aufgaben. Ich ackere bestimmt 3- bis 4-mal so viel wie der durchschnittliche Angestellte, aber nur dann, wenn ich selbst die Freiheit habe, die Aufgaben mir auszusuchen, den Plan zu erstellen. Wenn du selbst Fragen hast, nun, was deine momentanen Stärken sind oder deine Bedürfnisse genau sind, deine Stresssymptome sind und wenn du auch dein Anti-Stress-Handbuch haben willst, also ein Leitfaden, wie du deine Bedürfnisse hier im Mittelbau aufbauen kannst, dann kannst du gerne den Test machen über Birkmann-Info. Da gibt es kleine, große Handbücher ohne Auswertung mit Coaching. Ich empfehle natürlich ein kleines Auswertungscoaching. Dann kannst du über diese Webseite entweder den Test gleich bestellen oder zumindest ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, wo dir dann erzählt wird, wie der Ablauf ist. Zusammengefasst sind wir Menschen insgesamt nicht faul, sondern wir brauchen nur die richtige Zutat, den richtigen Kontext und dann funktionierst du genauso gut wie alle anderen. Und die gute Nachricht ist, das hier oben ist veränderbar. Die schlechte Nachricht hier unten, das ist nicht veränderbar, aber du weißt jetzt vielleicht ein Stückchen mehr, wonach du in Zukunft suchst, wenn du deine Berufung finden willst, wenn du dich vielleicht auch selbstständig machen willst. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Gestaltung deines Lebens. Es beginnt heute. Dein Daniel Schäfer, empfehle uns gerne weiter und abonniere den Kanal. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.